is deep and the mountain so high. If you wanna see God, you've gotta move on the other side. Was für ein geiler Welthit mit einem einzigen Akkord und damit herzlich willkommen zum leichtesten Gitarrensong aller Zeiten. Ich zeig dir, wie du dieses wunderbare Lied spielen kannst. Das Ganze baut auf einem Akkord auf, wirklich dem E-Dur, und das ist gleichzeitig auch noch einer der allerwichtigsten Einsteiger-Gitarrenakkorde, die es überhaupt gibt. Und du musst eigentlich noch nicht mal wirklich einen Akkordwechsel beherrschen. Ich zeige dir, wie du diesen einen Akkord durch Verschiebung auf dem Griffbrett so zum Klingen bringst, dass du dieses Gegenspiel mit dem nächsten Akkord, der ja auch im Stück hörbar ist, dass du dieses Gegenspiel, Wechselspiel vernünftig hinbekommst. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst die klassische Gitarre in die Hand. Ja, damit du das mal alles ganz genau dir anschauen kannst auf dem Griffbrett. Es ist tatsächlich eben der E-Dur-Akkord. E deswegen, weil wir hier die leere E-Seite als Grundton haben. Und wir greifen hier zunächst mit dem Mittelfinger den zweiten Bund auf der A-Seite. Ja, den zweiten Bund auf der A-Seite. Und wir müssen beim Gitarrespielen eben oftmals mehrere Töne gleichzeitig greifen mit den Fingern. Und dazu braucht man gar nicht so viel Kraft, wie man eigentlich glaubt. Man kann wirklich versuchen, ganz durch leichten, sanften Druck die Saite eben auf dem Griffbrett runterzudrücken, sodass es eben hier wirklich schön dicht am Bundstäbchen ein Abdrücken der Saite, ein Verkürzen der Saite stattfindet. Und du gehst dann mit dem Ringfinger eine Saite tiefer auf die D-Saite in den zweiten Bund, ebenfalls in diesen Bereich hier, in diesem zweiten Bundstäbchenbereich, und greifst nun gleichzeitig mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger zusammen die A-Seite und die D-Seite. Das sind diese beiden hier. Ja, diese beiden Seiten, die greifst du gleichzeitig ab. Und jetzt kommt noch der Zeigefinger mit dazu, nämlich der erste Finger, ja, der Zeigefinger, der zusätzlich noch den ersten Bund, also diese Fläche hier, diesen Bereich, auf der G-Seite greift. Die G-Seite ist die dritte von unten gezählt, 1, 2, 3. Und hier auf dem Griffbrett siehst du das auch wirklich schön, wie der E-Dur komplett gegriffen wird. So, und wenn du diese drei Punkte auf dem Griffbrett gefunden und sauber abgegriffen hast, sodass wirklich das unterste Glied des Fingers, das letzte Glied des Fingers schön sauber von vorne drauf geht auf die Saiten, dann bist du bereit, mit dem Plektrum oder auch gerne mit dem Daumen erstmal über alle Saiten drüber zu streichen. Ja, wenn die Gitarre gut gestimmt ist, klingt das Ganze ziemlich schön. Ja. So, und wir haben in dem Lied eben so einen ganz, ganz speziellen Rhythmus. Der fängt eben einmal an mit so einem langsamen Schlag, einmal von oben nach unten, einmal Abschlag. Und dann kommt ein Wechselschlag, den nennt man so, weil er eben im Wechsel gespielt wird und eben doppelt so schnell klingt wie der Abschlag von gerade eben. Also wir haben einen langsamen zu Beginn und dann kommt der Wechselschlag. Ja, einmal von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Ja, und das kann gerne mit dem Daumen passieren oder eben alternativ mit einem Plektrum. Das ist eben so ein Anschlagplättchen, das kennt jeder, der schon ein bisschen länger Gitarre spielt. Und dieses Spiel aus einem langen Schlag und zwei kurzen und einem weiteren langen und wieder zwei kurzen, das wird eben zweimal gemacht. Ja, also ein langer Schlag, Wechselschlag, ein langer Schlag, Wechselschlag. Daran erkennt eigentlich schon fast jeder dieses Lied. Wir üben das jetzt einfach mal ganz, ganz entspannt zusammen. Den Abschlag auf diesem E-Dur. Halte schön wirklich die Saiten runtergedrückt, ohne zu viel Druck zu verwenden. Einfach nur so, dass die Saiten eben nicht schnarren. Ja? So. Also wir spielen einen Abschlag, dann kommen die Wechselschläge. Ein Abschlag, Wechselschlag. Der erste Teil, das machen wir gleich noch einmal. Eins, zwei, drei und los geht's. Ab, Wechsel, ab, Wechsel. Ja.
So, und jetzt nehmen wir Gitarristen in unsere Akkorde sehr gerne auch so kleine Erweiterungen mit rein. Eine Erweiterung kann zum Beispiel sein, dass du einen Finger zusätzlich draufsetzt oder einen Finger runternimmst. Jedes Mal bleibt der Akkord von seiner Akkordbezeichnung her bestehen. Wir nennen diesen Akkord trotzdem noch E-Dur. Aber er kriegt eine kleine Erweiterung im Namen. Das ist in diesem Fall zum Beispiel der E-Sus 4. Sollte dich als Einsteiger aber wirklich nicht groß irritieren. Es ist ein E-Dur-Akkord mit einer Sus 4-Erweiterung. Ja, so viel an der Stelle. Wir nehmen den kleinen Finger, den kurzen, und setzen den einfach in dieselbe Reihe im zweiten Bund unterhalb des Ringfingers drunter. Ja, jetzt sieht das bei mir aus wie so eine kleine Treppe, obwohl sie eigentlich beide im zweiten Feld sich befinden. Ja, ein sehr, sehr, sehr geiler Klang macht dich bereit für ein wirklich ein ganz tolles Klangerlebnis. Offener, verträumter, nicht mehr so klar definiert wie vorhin dieser E-Dur. Das ist der E-Dur und das ist der E-Sus 4. Und beide Akkorde, die Grundform und die Erweiterung zum E-Sus 4, die spielen wir zu Beginn als Intro abwechselnd. Wir spielen also den E-Dur mit unserem Schlagrhythmus, den wir gerade gelernt haben, also mit dem Abschlag, Wechsel, Ab, Wechsel. Und dann gehen wir auf die Erweiterung mit unserem kleinen Finger auf den zweiten Bund der G-Seite, ja, zum so E-Sus 4, und spielen auf der rechten Hand durchgehend Wechselschläge. Das kann man sich gut merken und versuch mit der Hand wirklich aus dem Handgelenk locker auf die Seiten zu schlagen eigentlich. Es ist ein Schlagmuster, nennt man das so leichtfertig, aber es ist wirklich so eher so ein Streichen, ja, ein schnelles Streichen aus der Schwerkraft heraus. Eigentlich lasse ich die Hand auf die Seiten drauf fallen und kontrolliere das über mein lockeres Handgelenk. Das ist ganz, ganz wichtig. Locker bleiben, ja? Also der Anfang ging so mit dem E-Dur, ja, unser erster Grundakkord. Abschlag, Wechsel, Ab, Wechsel und Vorsicht, jetzt kommt die Erweiterung mit dem kleinen Finger unterhalb der anderen Finger im zweiten Bund ebenfalls, ja, wird draufgesetzt, ja, so. Und wir spielen jetzt Wechselschläge. Ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Viermal. Nachdem du auf diesem schönen breiten Griffbrett gut erkennen konntest, wie die Finger auf ihre Bundstäbchen platziert werden müssen, gehen wir jetzt wieder zu unserer Western-Gitarre über. Die Western-Gitarre besitzt Stahlsaiten. Sie klingt etwas spitzer, etwas heller, perkussiver. Und ich finde eben, für solche Stücke klingt sie eigentlich schöner. Nachteil ist, das Griffbrett ist schmaler. Dadurch tut man sich beim Greifen etwas schwerer, besonders als Einsteiger. Und auch die Stahlsaiten, die können schon ganz schön in die Fingerkuppen reinschneiden, sodass es ein bisschen schmerzhaft ist am Anfang, bis sich zumindest die erste Hornhaut gebildet hat. Hast du diese Hürden aber gemeistert, klingt dein Gitarrenspiel nachher auf diese Art und Weise. In der Musik spielen ja die Harmonien, die Akkorde eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen wirst du auch so gut wie keinen Song finden, der wirklich nur auf einem Akkord stehen bleibt. Meistens bewegen sich die Akkorde eben hin und her. Und als Einsteiger muss man eben lernen, die Akkorde zu wechseln, was manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Vor allen Dingen sich wieder daran zu erinnern, wie dieser Akkord geht. In diesem Stück geht das Ganze ganz leicht. Wir greifen nämlich denselben Griff, den wir gerade gelernt haben, und verschieben ihn einfach nur. Und jetzt pass mal auf, was passiert. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5 Bünde weiter nach vorne, sodass praktisch der erste Finger hier im sechsten Bund statt im ersten Bund sich befindet. Also hier in der Mitte des Griffbrettes. Und der Ringfinger und der Mittelfinger befinden sich hier im siebten Bund. Ja, bei mir ist da ein Punkt an der Stelle zu sehen und ich bin ganz schön weit oben auf meinem Hals schon. Nun schlage ich über die Saiten drüber und stelle fest, wow, der Akkord, der klingt alles andere als standardmäßig. Der klingt würzig, der klingt geil, wie vom Profi gespielt. Und das ist letztlich einfach nur der verschobene E-Dur von der ersten Position hier auf die
sechsten und siebten Bund hochgeschoben. Dieser Akkord, den wir hier greifen, der ist stellvertretend für den A-Dur, den du selbstverständlich, wenn du den schon spielen kannst, selbstverständlich auch mal mit reinspielen kannst. Aber der Wechsel von E-Dur nach A-Dur ist schon wieder etwas, was man üben muss. In diesem Fall ist es wirklich so, wenn du dieses Hinüberschieben von dem E-Dur hinbekommst, hast du gleichzeitig einen Profigriff, der super geil klingt. Du musst nicht groß üben und du kannst dich wirklich total schön auf dein Spiel konzentrieren. Lass uns nicht lange reden, lass uns gleich zusammen spielen. Wir spielen ab, auf, 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 ab, auf. Wir spielen in der Versbegleitung einen ganzen Takt lang den E-Dur durch mit schnellen Wechselschlägen. 1 T und T, 2 T und T, 3 T und T, 4 T und T. Und gehen dann auf den A at 9, also eben diesen neuen Akkord, den wir durchs Hin- und Herschieben hinbekommen. Ja, und das Seitengeräusch gehört manchmal auch dazu. So, und diesen A-Griff, den spielen wir nur 4 Wechselschläge, also nur halb so lange wie den E-Dur. Da bleiben wir nur halb so lang drauf und gehen dann sofort wieder zum E zurück. Wir machen es nochmal zusammen. E-Dur, 8-mal mit Wechselschlägen spielen, 4-mal den A und 4-mal wieder den E. Ganz langsam zusammen. 1, 2, T und T, 3, T und T, 4, T und T. Hoch zum A, 4-mal, E zurück. Und dann geht es anschließend ganz, ganz zackig wieder zurück auf diese Position. Dieses Mal bleiben wir 8-mal auf diesem neuen Akkord stehen und gehen dann zurück zum E-Dur. Für 8-mal. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Die Reihenfolge ist also 8-mal den E. 4-mal den A, 4-mal den E. Sofort zum A zurück in die zweite Runde. 8-mal den A spielen und 8-mal zum Abschluss den E. Und dann beginnt wieder alles von vorne, sodass es eigentlich, wenn du das in der Schleife durchspielst, sich anhört, als wärst du 16-mal auf diesem E. Ja, nur das als Info. Wir machen es nochmal zusammen den ganzen Ablauf durch. 2 T und T, 3 T und T, 4 T und T, E. The mountain's so high. If you wanna see God, you've gotta move on the other side. Jetzt sind wir bei diesen 8-mal E, ja? Und jetzt fängt alles wieder von vorne an. 3. Und A für 4-mal und 4-mal zurück zum E. Und jetzt die lange Runde A. Und zurück zum E. So. Und damit dein Anschlag auf der rechten Hand noch ein bisschen professioneller klingt, kannst du die Schlagstärke ein bisschen variieren. Das macht wahnsinnig Spaß, wenn du immer jeden zweiten Anschlag, jeden zweiten Abschlag von oben ein bisschen kräftiger spielst. Dadurch kriegst du so ein bisschen organische Struktur rein. Das ist wie so ein Ein- und Ausatmen. Und ja. Du hast in diesem schnellen Rhythmus, den wir ja tatsächlich spielen, eine ruhigere Konstante drin. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das mit dir zu teilen. Der Song ist eigentlich ein langsamer Song, aber auf der rechten Hand eben teilweise ein bisschen schnell umgesetzt durch die Wechselschläge. Aber der Puls, der Grundschlag des Liedes, ist ein ganz, ganz langsamer, ja, ungefähr so wie ein Sekundenzeiger, ein bisschen schneller. Okay, meine lieben Freunde, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und natürlich dem Video einen Daumen hoch gibst. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, dein Georg Norberg. Tschüss. Valley's deep and the mountain's so high. If you wanna see God, you've gotta move on the other side.
there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God.